Hör mal, du Strolch, der hat eine Zuziehhilfe, Vollausstattung, da muss man den Kofferraum nicht so zuschlagen. Hast ja. Einen Scheunen, die Zuziehhilfe hat die Bowlingtür reingehauen oder was? Nee, wo denn? Wo? Wie, wo denn? Denken Sie, das ist ein Luftleitblech oder was ist das hier? Siehst du die Beule? Ja, jetzt überleg dir doch mal bitte. Stell dir doch vor, ich möchte 28 haben. Du musst mir doch irgendeinen Grund liefern, warum das so ist, dass ich den Preis nicht Und deswegen bekomme. Hämmerst du die Beulen da rein. Richtig. Eine Tuning-Schmiede in Dortmund. Heimat der PS-Profis. Und das sind sie. Sidney Hoffmann alias Sid. Tuner aus Leidenschaft. Bei den PS-Profis die Allzweckwaffe. Jean-Pierre Krämer alias JP. Ebenfalls Tuning-verrückt. Bei den PS-Profis der Gebrauchtwagen-Experte. Unterwegs im Auftrag unserer Zuschauer. Last but not least, Petro, der stille Schrauber. Die PS-Profis. Mehr Power aus dem Pott. Heute Ruhrpottdeutsch für Anfänger. Lektion Nummer 1. Lass mal hören, Meister. Jean-Pierre, hä? Mann, hast du dich in der Wichse geschmissen. Klassiker. Hört sich ein bisschen vulgär an, ist aber nicht vulgär. Heißt übersetzt, hast du dich heute schick gemacht. Nummer 2. Jetzt beweg mal deine Kackstelzen. Ist auch außerhalb des Ruhrpotts bekannt. Heißt, Jean-Pierre, komm in den Puschen. Übersetzt, beeil dich. Und das mache ich jetzt auch. Jo. Und wir warten jetzt auf einen Stachelbeerförster aus Gesellenkirchen. Ralf alias Ralle aus Gelsenkirchen. In Dortmund wird diese Stadt Gesellenkirchen genannt. Man mag sich nicht, beim Fußball zumindest. Hallo Jungs. Guck mal da ist ja der Stachelbeerförster. Eben der Toni, was soll denn die alte Hammeranze? Guck mal, der kann das auch. Mensch, ein ganz normaler Wichser, ich freue mich. Ja, ich Komm, auch. Lass reingehen. Ja, gut, alles gut. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du für ein Textprogramm runtergerattert hast. Ja, ich versuche einen adäquaten SUV. Und zwar, wo ich stilgerecht mit auftreten kann. Stilgerecht im Ruhrpott? Was ist denn mit dir los? Wo hast du den Begriff SUV draufgeschnappt? Ja, Junge, da stand den bei Wikipedia. Das ist. Du guckst bei Wikipedia? Wo hast du denn schon aufgeschnappt? Bitte? Wikipedia, das kennst du? Gibt's das bei euch in Gelsenkirchen? DSL geht bis dahin. Ehrlich? Unglaublich. Also, unglaublich. SUV. Wir gehen auch schon auf Toilette. Ach, leck mich. Ja, echt. Schau leck an. Mich heißt, er ist überrascht. Ach, leck mich. Ja, lass mal was hören. Was für Marken kommen dir in den Kopf? Ja, Mercedes ML auf jeden Fall mit in den Pool rein. Porsche, Cayenne, wenn es ein Turbo wäre, Oberliga. Mhm. Ja. So, oder eben halt ein X5 vom BMW oder eben halt irgendein Amerikaner. Also die Klassiker. Ja? Genau, ja. Richtig. Kein Nippon-Bomber, geht gar nicht. Okay, gar nicht. Okay. Geht gar Aber nicht. Ami ist okay. Okay, absolut okay. Du, sag mal, wie viel Kohle hast du? Puh, 20. Komm, der kommt dir schon rein mit so einem dicken Schuh, der wird schon Kohle haben. 20? Jetzt sei nicht so ein Hans-Guck-in-die-Luft-Mensch. Hallo, ja, hallo, eine Schippe 20. Geht immer. Ja, eine Schippe geht. Na, hör auf zu nerven, eine Schippe geht. Eine Schippe kann auch ein Zehner sein. Nee, eine Schippe größer. Also, ja, nee, aber kommt da auf das Auto an. Wenn das Auto passt, lege ich auch 2, 3, 4 Mille drauf. Ne? Endlich mal klare Worte. Ja? So ist das richtig. So, ja? So will ich die haben. So will also, ich die haben. Wenn der Wert ist okay. Fantastisch. Okay, also, haben wir, ne, klare Ansage hier. Wir gehen auf Besuche, finden für dich eine richtige Schleuder. Super gut. Himmel, Toni. Meister. Hat gutes Glück getan. Alles Gute. Die Aufgabe der PS-Profis ist klar gesteckt. Ein Luxus-SUV für 20.000 Euro soll's sein. Nur wenn der Wagen mit Ralles Worten Oberliga ist, kann er noch ein wenig drauflegen. Dieser Mercedes ML 320 CDI kommt in die engere Wahl. Genauso wie dieser Porsche Cayenne Turbo. Jetzt haben wir schon mal zwei fette Luxuskarren. Schön auf Kakao-Modus, aber wir brauchen noch eine dritte. Kakao-Modus? Was mit Amar 2? Mach mal an hier. Komm. Fette okay. Karre. Dieser Hammer H2 könnte bald der neue von Ralle sein. Ja, dann müssen wir einen H2 nehmen, ne? Auf geht's. Auf geht's. Sattel die Pferde, mein Freund. Mit 590 Pferdestärken reitet Cowboy Jean-Pierre zum bekannten Händler um die Ecke. So, der erste auf dem Plan, ML. Klar, die Jungs haben das Ding erfunden, dieses ganze SUV-Thema, aber die erste Baureihe, Leute, das war der totale Reinfall. Qualität, Innenraum, Knöpfe, Motoren, das war absoluter Quatsch. Zweite Baureihe, die wir uns auch angucken, ML 320er CDI, top.
Qualität, Knöpfe, alles stimmt. Nur eine kleine Sache ist, der schiebt bei Markus. Ihr wisst, welchen Markus ich meine. Das kann ein bisschen schwierig werden bei dem, aber wie gesagt, wir fahren erstmal hin und gucken mal zusammen. Markus, bist fertig? Hast du den Deal deines Lebens gemacht jetzt? Hey, Jean-Pierre, geiles Stück DNA. Geil, komm, dass du da bist. Komm ran hier. Erstmal um den Schreibtisch hier rum oder was? Komm, wir müssen raus hier. Hier ist so dunkel, Herzchen. Hier ist so dunkel, Herzchen. Ich will ein ML. Jetzt willst du mir verknickern, das ist er oder was? Ich habe nicht nur einen ML, ich habe den besten ML. Oh, und Gott. Zwar den da. Die Daten des Zitat Markus, besten ML aller Zeiten. Baujahr 2006 und 71.000 Kilometer auf dem Buckel, 224 PS. Verhandelbarer Preis 28.000 Euro. Die ersten ML 320 CDI gibt es im Netz für 20.000 Euro. Allerdings haben solche Exemplare eine höhere Laufleistung und keine volle Hütte. Dieser ML, übrigens frisch bei Markus eingetroffen, glänzt unter anderem mit 22 Zoll Felgen, fettem Soundsystem und Alcantara. Im Ruhrpott nennt man das einen ganz, ganz krassen Schuh. Markus sagt dazu wahrscheinlich, hör mal, der krasseste Schuh aller Zeiten. Jetzt komm, jetzt schmetter mir nicht eine Leier wieder runter. Doch. 12 Wagen, ja, super gepflegt, von der Oma und Opa gefahren. Den habe ich einem alten, reichen Mann aus der Garage rausgeholt, neben anderen Preziosen, stand da ganz hinten in der Ecke. Was für Zahnpiemöhre? 28 müssen schon 28 kommen. 28 müssen kommen. Ja, Junge, willst du Elite, brauchst du Kredite, das ist so im Leben. Genau das will unser Kunde, keine Kredite. Das Ding muss billig werden und groß. Du guckst doch sowieso erstmal den Wagen an, dann wirst du mir sicherlich erzählen, wie kacke der ist. Sind die Felgen eingetragen? Ja, aber selbstverständlich. Hör mal, da kommen wir, sind wir genau beim Thema. Hand geklöppelt, Mund geblasen, extra von mir aufgezogen. 110 tiefer. Ehrlich? Ja, sicher. Also der hat Texte drauf und der labert sich dumm und dämlich, aber bei mir zieht das null. Aber ich finde es immer wieder süß, dass er wirklich alle CDs ausprobiert bei mir und guckt, ob es funktioniert. Jetzt sammel mich nicht voll, ich will ein Auto haben. Ja, nimm den, das ist der Beste. Hier fehlt ein Knopf. Ja, Vollausstattung, hast du mir gesagt, das Ding ist voll. Ja, hier. Natürlich. Ja, aber Klappe geht nicht automatisch zu. Ja, wozu, das braucht kein Mensch. Du schon, du bist so klein, du kannst dich aber gar nicht zuziehen. Schätzelein, pass mal auf, guck dir mal den Teppich an. Ja, Hundehaare sind auf dem Teppich. Ja, natürlich von meinem Hund. Aus Monaco. Und von der letzten Blondine, die wir uns geteilt haben. Also insofern ist das also vollkommen egal. War das der Wagen? Der war das. Ehrlich? Ja, da hatte ich den schon. Da hingst du hier so, ne? Ja, ja, stimmt schon, aber du standst noch etwas so seitlich davon. Ja. Aber, guck mal hier, keine Flecken, deshalb brauchst du hier nichts Elektrisches, weil da kommt sowieso nichts rein. Das ist ein SUV, der soll doch erstmal nur geil aussehen und der tut doch Markus, ich habe wirklich schlecht geschlafen jetzt. Erzähl mir keinen von SUV und all sowas. Ja, doch, ist er ja nun mal. Aber guck mal hier, komm mal her, guck mal die Seite. Warte, nein, wenn du mich hier wegziehen willst von der Sache, die ich mir gerade angucke, ist immer irgendwas im Busch. Also wirklich, wie gesagt, bei Verkäufern, ne, die euch immer einen reinlabern wollen. Komm mal mit vorne gucken, obwohl du gerade im Kofferraum dran bist, dann liegt das meistens daran, weil hinten irgendwelche LKWs hinten reingefahren sind. Kann ja, das sein? In dem Fall nicht, da sind sie noch nicht mal dran vorbeigefahren. In dem Fall nicht. Guck mal, ich kann dir das auch einfach machen, Schätzelein. Pass auf, machst du, guckst du hoch. Ja, mach mal hier Häkchen. Oh, ja. Pass auf. Siehste? Sexy. Hallo, du bist ja hier beim seriösen Autoverkäufer deines Vertrauens, da kann ja gar nichts schief gehen. Vertrauen sagst du? Ich vertraue dir keinen 5 Meter mehr. Da bin ich jetzt aber schwer enttäuscht, hör mal. So, das wollte ich sehen. Das Blech hinten ist vom Lacknebel her wirklich das Originale. Die ganzen Isolieraufkleber hier, wirklich, die den Schall dämmen sollen, vom Fahrtwind unten runter der Karre und all wirklich ganzen Störgeräusche, die entstehen können, sind noch drin. Das klebt eigentlich keiner bei einer Unfallreparatur nachträglich rein. Somit ist der Unfallschaden nicht vorhanden. Hecktreffer hat schon mal nicht. Hör mal, du Strolch. Der hat eine Zuziehhilfe, Vollausstattung. Da muss man den Kofferraum nicht so zuschlagen. Hast du einen Scheuen? Die Zuziehhilfe hat die Boiling-Tür reingehauen oder was? Nee, wo denn? Wo denn? Denken Sie, das ist ein Luftleitblech oder was ist das hier? Siehst du die Beule? Ja, jetzt überleg dir doch mal bitte. Stell dir doch vor, ich möchte 28 haben. Du musst mir doch irgendeinen Grund liefern, warum das so ist, dass ich den Preis nicht bekomme. Und deswegen hämmerst du die Beulen da rein. Richtig. Rein in die Abteilung. Ja. Für mich das Wichtigste ist wirklich, Mängel sind an so einem Auto kaum zu finden, außer halt Unfallschäden. Aber die Mühlen müssen absolut voll sein von der Ausstattung. Warum sage ich das? Weil die Preisunterschiede zwischen einem mager ausgestatteten ML oder einem vollen sind super klein. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich das Sahnestück raussucht aus dem Markt, was zu vorhanden ist. Wenn ich hier reingucke, ich sehe Navi, ich sehe Klimaautomatik, ich sehe Sitzheizung, Leder, Alcantara, alles dabei. Oh, guck mal hier, du.
Ja, sicher, ich hab doch gesagt. Wo ist der Schlüssel? In der Tasche. Da, wo das Geld steckt. Das Geld steckt, aber nicht meins. Guck mal, vielleicht guck ja mal, doch. Leute, guck das mal an. Oh, hörst du das Soundsystem? Habe ich deine Richtung gewählt? Geht das? Ja? Nein, hast du nicht. Ja, warum? George Michael, Careless Whisper, das brauche ich. So, der Steinschleuder ist aber ganz schön eng gesät hier, oder? Ja gut, die französischen Autobahnen Richtung Cannes und Nizza, da sind viele Motorradfahrer unterwegs, ne? Das ist fast eine Zwei-Farben-Lack hier. Guck dir mal die Pickel hier an, Alter. Schätzelein, das ist extra so gewollt, ist Designlackierung. Das ist Designio. Da hat deine Mama Zeit gehabt, oder was? So, als Übrigens. Tipp, Leute, wirklich. Steinschläge kann man wirklich schnell beseitigen. Zum Lackierer hinfahren, das machen die Autohändler wirklich gerne. Alles beseitigen. Außenspiegel, Haube, Frontschutzstange. Aber so Scheinwerfergläser, die kann man wirklich nicht so schnell wechseln, weil die Dinger kosten wirklich ein Schweinegeld. Bei dem Fall, wirklich darauf achten, ob es gestrahlt ist oder ob wirklich Steinschläge auf dem Glas sind. Sind sie aber nicht. Und somit 70.000 Kilometer, die nehme ich eben nochmal. Deswegen machen wir die Haube direkt auf. Ja. Ja, die ganzen neuen Motoren sind alle abgedeckt. Da sieht man gar nichts. Das nehmen wir oben ab. Bei dem Motor ist wirklich sehr, sehr auffällig und was auch wirklich sehr neu ist von der Motorentechnik her. Der Lader sitzt nicht erstmal hinten und vor allen Dingen ist es kein Biturbo, sondern ein Single-Turbo-Lader, also ein großer Lader. Der sitzt mittig zwischen den Bänken. Ich finde es technisch eigentlich ganz gut, weil Hitze steigt immer nach oben und wir haben halt die Hitzequelle zwischen den Bänken und der kann den restlichen Motor nicht aufheizen, weil die Hitze halt nach oben steigt. Technisch eigentlich eine sehr schöne Lösung. Vom Fahren her sind die eigentlich auch ganz geil. Und wie gut der fährt, lässt du mich das rausfinden? Ja, selbstverständlich. Dafür können sind wir beide hier. Auf eine Probefahrt gehen? Ja, ihr dürft, ihr dürft. Gut. Ohne weiteres. Das machen wir auch. Fazit des Außenchecks. Bis auf kleine Schönheitsmängel bestanden. Doch wie schlägt sich der ML bei der Probefahrt? Ich finde ja diese 320er CDIs die ideale Motorisierung für so ein Auto, weil schnell ist so ein SUV eh nie. Ob Cayenne Turbo oder egal was. Du brauchst so viel Leistung, um einen Karton wirklich vorwärts zu schieben, da denke ich mir, weißt du was, dann spare ich lieber und nehme einen drehmomentstarken Diesel, weil im Stadtverkehr mitfahren oder auf Autobahn komme ich auch damit und diese riesen Powermotoren, ne, sehe ich nicht in so einem Auto. Deswegen 320 CDI, beste Motorisierung für so ein Auto. Kein Autocheck ohne Mängelerfassung. So, jetzt haben wir wirklich einen Punkt, wo ich denke, das ist ein reiner Fehler von Mercedes. Von der Programmierung her, von der Abstimmung her, wenn man so ein Fahrzeug runterbremst. Man fährt jetzt in der Fahrstufe 3, bremst runter, 2 und er lässt ganz, ganz spät die Kupplung los und somit hat man immer kurz vorm Stillstand nochmal so einen Ruckler in der ganzen Besatzung. Also wenn man zu viel drin sitzt, denken alle mal, man hört gerade Dr. Dre, aber nee, ist die Automatik. Und das sollte Mercedes wirklich mal überdenken, weil, ganz ehrlich, so viel Rhythmus hat meine Oma nämlich nicht. Findet Jean-Pierre auf der Hebebühne weitere Schwachstellen? So, 2006er Baujahr, klar, das wird jetzt hier nicht ein Schlachtschiff werden, also eine Mangelbude. Trotzdem müssen wir die Klassiker gucken. Führung vorne, Führung hinten an der Achse, die Gummis noch mittig sind. Das sind sie. Warum gucke ich das so genau? Weil das Gewindefahrwerk, was hier verbaut worden ist, den ganzen Achspunkt und den ganzen Schwerpunkt verlagert, und zwar nach außen. Somit verschieben die sich gerne und dann reißt das Gummi. Aber wie gesagt, links ist noch okay, rechts ist auch noch in Ordnung, an der vorderen Seite ist das auch noch gut. Die vorderen sind auch nicht so anfällig bei Mercedes, die hinteren aber eher schon. Gehen wir mal nach hinten. Ja, ein Blick lohnt sich immer auf die Hardyscheibe. Hardyscheibe ist der Apparat, der dient dafür, dass wenn ich Gas gebe, die Kraft aus der Kardanwelle gleichmäßig ins Differential geht. Die schlagen gerne mal aus, aber das Problem hat Mercedes auch begriffen. Ab Baujahr 2000 sind die eigentlich in der Regel nicht defekt. Die Dinger fangen bei 20,9 im Netz an. Wieso kostet er einfach einen ganzen Golf 5 mehr? Also Leute, zwischen 20,9 und 28,9 liegen 8.000 Euro. Markus, wach werden. Ich komme jetzt. 20,9 billigste Auto im Netz. Er sieht nicht so aus. Ich weiß, die haben mehr gelaufen, die haben eine schlechtere Ausstellung, aber das sind 8 Mille. Ja, aber du weißt, der Hund schart schon mit der Hufe. Ja, ne? Mann, jetzt, dein Hund und ich sind mittlerweile auch Freunde geworden. Der kleine Hund, aber nicht der große. Ein großer? Großer. Nein, pass auf. Ja. Du weißt, wie es läuft. Ja, 28,9 ist für den Honky Monkey, der hier vorbeikommt und die Karre kaufen will. Stimmt. Ich bin für kein Honky Monkey, genau. Sag mal was. Du bist einer meiner fast besten Freunde. Ja. Warte. Lass mal hören. Aber lass mein Herz bitte nicht stehen, ja? 20,9.
Hör mal, ich hab dir vorhin schon gesagt, willst du Elite, brauchst du Kredite. Komm, nimm den, dann sag mal was. Nimm den Igel aus der Tasche raus und guck mal, was du da noch so findest. Ist ja nicht meine Tasche. Sag mal was, Schatzi. 28, okay, das ist für ein... Ja, Moment, das ist für ein Horst... Ich war schon kurz davor, zu Horst, das ist für ein Horst um die Ecke, okay. Aber ich sag mal, 26 sollten es schon wenigstens sein. Das sind jetzt schon 2000. Ich weiß nicht, wo ich sie hernehmen soll. Da kann ich dir, ich weiß nicht, da mache ich dir nur Zierstreifen drauf. Pass auf, Markus. Ja. Ich kann ja mittlerweile bei dir auch richtig entscheiden, ne? Ich entscheide einfach mal. Du entscheidest, okay. Ich entscheide einfach mal 24.000 Euro. Hör auf, doof zu gucken, zu subbeln. Der Hund kann drin bleiben. Alles ist gut. Hör zu. Komm, ey, ich weiß, wie du sowas einkaufst. Hör jetzt auf. Hör ja, du auf. Kriegst sowas auch nicht geschenkt. Das weiß ich, ja, aber du hast weniger als 24 bezahlt. Und ich habe auch keinen, der mal... So, oder Jacking kostet keine 1.000 Euro. Ja, du wolltest aber letztens schon 500 dafür rausreißen. Wir machen das so, ich habe immer Hunger, du hast auch Hunger. Der Sid ist nicht dabei. Wir gehen jetzt schnell was schnabulieren. Und dann sollten aber wirklich 24 den Besitzer wechseln. Und nicht einen Cent weniger. Komm, 24 machen wir. Und weißt du was? Letztes Mal habe ich Essen bezahlt, jetzt zahlst du und 24 bleiben. Ja, Moment, habe ich da wieder der Angeschissene. Ja, klar bist du Angeschissene. Ja, aber das ist doch nicht gut. Doch. Wenn Ralle ein bisschen was in seiner Rübe hat, obwohl er Gelsenkirchener ist, dann wird er auch eins und eins zusammenziehen können und auf den ML kommen. Weil Spritverbrauch, Baujahr, Laufleistung und Mercedes-Benz war nie eine schlechte Wahl. Ganz ehrlich, hallo. Und was macht der gute Sid in der Zwischenzeit? Ach. So, hab mir mal fit gemacht, weil es geht ja um auf die Kackehau-Modus. Ich brauche nicht nur ein Turbo hier, sondern auch hier. Ich denke auch, das ist ein bisschen bekloppt. Der Kameramann auch, aber der Reakteur fand das geil. Ja, ich fahre jetzt zum Cayenne. Jean-Pierre guckt sich gerade einen Sechszylinder CDI, einen ML an. Erzählt irgendwas von Spritsparen und so, was der wieder für einen Trip hat. Also ich hau hier den Sprit raus. V8 Biturbo Porsche Cayenne Turbo. Also mehr Sprit geht nicht. Treu der Wiese, los geht's. So, Autohaus Töff Töff. So, wo vielversprechend. Und hier steht auch schon umgangssprachlich der Cayenne. Ich nenne ihn immer Cayenne. Jetzt suche ich meinen Chef, weil Cayenne Turbo-Sache ist Chefsache. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin für den Cayenne da. Guten Tag. Hallo, Sydney. Grüß dich. Hallo. Mädchen, grüß dich auch. Sag mal, schönes Wetter hier, alles gut? Ja. Was kann das Auto denn alles? Unter anderem 450 PS aus einem Biturbo V8 feuern. Die Laufleistung des Cayenne Baujahr 2004, 185.000 Kilometer. Der Cayenne soll 21.850 Euro kosten. Der Porsche Cayenne gilt als einer der begehrtesten SUV der Welt. Ein Sport- und Geländewagen in einem. Für knapp 19.000 Euro gibt es im Netz die ersten Cayenne Turbos. Für einen gut erhaltenen sollte man aber mindestens 22.000 Euro berappen. Dieser Cayenne Turbo glänzt unter anderem mit einer Luftfederung. Wird er der gewünschte dicke SUV für Schalke Ralle? Ich mache es so, damit ich Ihre wertvolle Zeit nicht hier schände. Gerne. Ich werde jetzt einfach mal hier rumgehen und mal gucken, was das Auto so kann. Bedienen Sie sich. Und wenn ich was brauche, sage ich Bescheid. Holen Sie Bescheid. Super. Ja, ich bin drin. Danke. Ja. Ja, und was fällt mir auf? Wir haben halt so kleine Lackmängel hier. Das ist halt mal angerümpelt. Man bewegt auch ein großes Auto. Und dann sind so kleine Anrempler auch nicht ganz so schlimm. Aber dieser Rempler hier, ne? Diese Beule hier, die mir quasi direkt anspringt, die ist nicht so cool. Das hat der Chef bestimmt nicht gesehen, hat er mir auf jeden Fall nicht gesagt. So, jetzt gucken wir mal die Bremse vom Kollegen hier an, weil Bremsen sind immer teuer bei Porsche. Belag ist gut, Scheibe ist gut. Was nicht so cool ist, der Kollege fährt auch Winterreifen. Winterreifen bei dem Wetter, ja, yeah, bei dem Wetter hier. Ah, ist nicht, Mensch, kommen wir hier runter. Ja, ist nämlich nicht so gut, weil der Bremsweg immens lang wird und da verschätzt sich der Ralf und dann ist Kacke am Damm. Und das wollen wir nämlich nicht. So, jetzt fehlt nämlich hier noch die Elektrik. Ey, es geht ja alles nicht elektrisch, das ist doch doof. Da wird Ralf mit leben können. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ja, was ich hier sehe, ist sehr verlebt. Das stört mich doch ein bisschen. Er hat überall Kratzer, ich weiß nicht, war das ein Transporter? Das ist halt nicht so schön. Hm. Ja gut, jetzt gucken wir mal weiter. Och, Bose. Da habe ich dieses Bose-System hier drin.
Hat da richtig das große Kreuz gemacht, der Kollege. Ich möchte meinen Anhänger mitnehmen. Für die Holländer auch ganz wichtig. Und dann machen wir einfach mal so. Und zack, haben wir eine Anhängerkupplung. Ist das geil? Ja, ich find's geil. Bei Star Wars hat's auch schon geklappt. An der Stelle gucken wir, ob die Seitenwand mal nachlackiert worden ist. Sie wurde nicht nachlackiert. Alles in bester Ordnung. So. Weiter gucken wir. Jetzt kommt ein Klassiker. Kampf mit dem Bordstein verloren. Und was war's? Die Frau war's. Die Frau ist wieder ausgewichen. Irgendwas kommt immer. Aber hier ist es echt nicht so cool, weil die Felge wurde nachhinein gepulvert. Und wenn wir jetzt hier eine Macke haben, was dürfen wir machen? Wieder neu pulvern. Nicht einfach abdrehen, sondern teure Reparatur. Was noch nicht so schön ist, ist halt das Emblem. Warum vergilbt das denn hier immer? Das ist immer ausgeblichen. Das scheint kein Originales zu sein. Turbo 4,5 Liter V8. Eigentlich müsste es Biturbo heißen, weil pro Bank ein Turbo. 4,5, 450 PS. Ja, das Ding hat ziemlich viel Wumms und auch ziemlich viel Kraft. Wird nochmal extra an der Seite gelagert. Ja, mehr wird mir die Probefahrt sagen. Und so ein Schätzchen wird auch gefahren von mir. Testfahrt mit dem scharfen Porsche in Krefeld. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das Baby hier durchzieht. Manual, PSM aus, Strecke ist frei, runterschalten und Gas. Zweieinhalb Tonnen so schnell beschleunigt, hat man selten. Also man muss sich überlegen, 2,5 Tonnen, die man jetzt hier mit 450 PS nach vorne schießen lässt. Freaky. Was ist hier eigentlich die ganze Zeit am Quietschen? Hört ihr das? Das muss ja der Ventilator sein hier. Ventilator ist im Arsch. Und das willst du mir sagen bestimmt, dass der Kollege das nicht wusste. Das ist echt nervig, sowas. Und dafür muss er bluten, der Kollege, bei der Preisverhandlung. Wir müssen jetzt mal über den Preis reden. 21.850 für dieses Fahrzeug. Ich habe festgestellt, dass die Lüfter nicht richtig laufen. Sie machen Geräusche, wenn wir auf Level nach oben gehen. Und des Weiteren habe ich noch einen Punkt des Winterreifen. Das ist ja eine Verhandlungssache, haben sie gesagt. Der nächste Winter kommt bestimmt. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch Sommerreifen und eine kleine Beule. Aber gut, mein Gott, Alter entsprechend. Ja. Ich versuche es nicht mit dieser Handelei. Ne? Ich mag's hin und her, hin und her. Ich bin bereit mit den Sommerrädern. Ja? Ja, Lüfter egal, Beule egal, Sommerräder drauf. Die Beule kostet 60 Euro, den rauszudrücken. 21. Auf Sommer. Auf Sommer. Inklusive Sommer. Inklusive Sommer. Genau, weil der, mein Kunde hat 20 ja zur Verfügung. Hm. Wegen ja dem Argument des Sommerrads und Achtfachbereifung kann ich 1.000 auch noch rausnehmen. Ja. Das geht. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und das Auto ist weg. Ich meine, man verkauft einen Porsche Cayenne Turbo nicht jeden Tag. Gut. Mit 21.000 Euro, Sommer, Winter. So gebe ich das ja weiter? So geben Sie es weiter. Und dann werde ich mich auf jeden Fall melden. Herr Becks hat mich gefreut. Ebenfalls. Das Checkheft kriegen wir aber noch, ne? Das ist immer raus. Perfekt. Vorhanden. In der Akte. Perfekt. Alles klar. Ja? Danke. Viel Erfolg. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Der Preis ist natürlich gigantisch. 21,8 bzw. jetzt 21 in unserem Fall. Für so viel Auto. Und wenn man jetzt wieder den Kontrast zum Ralle, ja, Ralle, Urgestein, Gelsenkirchener, hat nicht so die Vernunftschiene. Also da sehe ich schon ein kleines Pärchen sich nahe kommen. Ruhrpott Deutsch Lektion 2. Aber ich bin gespannt. Jean-Pierre, tu mal ei bei die May. Tu mal ei bei die May. Tu mal ei bei die ein May. Klassiker, der mich auch immer wieder zum Lachen bringt. Und zwar heißt, Jean-Pierre, streichel mal die Ziege. Ja, liegt doch auf der Hand. Wie kommst du auf Ziege, Mais? Weiß ich nicht. Pass auf, wir haben eh keine Zeit, die Kartoffeln abzuschütten. Deswegen, komm in eine Pötte. Sehr interessant. Das heißt, wir haben keine Zeit zum Pinkeln. Volltreffer, denn diesen Hammer H2 wollen sich die Jungs auf keinen Fall entgehen lassen. Der 322 PS starke H2 eines Krefelder Händlers kommt aus dem Jahr 2005 und hat 129.000 Kilometer auf dem Buckel. Der verhandelbare Preis 23.900 Euro.
Im Netz gibt es die ersten Modelle für 16.000 Euro. Mit dem H2 startete GM 2003 einen Versuch, die große Nachfrage nach SUV zu nutzen. Mit seinem legendären Militärvorgänger H1 hat er nur wenig gemeinsam. Selbst in den USA wird der Hammer vielfach negativ diskutiert. Grund? Sein großer Durst. Unter 30 Liter geht beim Hammer H2 nur wenig. Guten Tag. Servus. Guten Tag, hallo. Hi. Hi. Sydney. Hallo, hi. Hi. Grüß dich. Schon wieder. Grüß dich. Das ist die Bude? Das ist die Bude, ja. Das ist ein Hammer, hä? Das ist ein Hammer H2, ja. Okay. Cool. Und den willst du verkaufen? Den will ich verkaufen, ist richtig, ja. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, gut. Deutsches Auto? Das ist ein deutsches Auto, ja. Felgen eingetragen? Die Felgen sind eingetragen, sind 22 Zoll Felgen. Okay. Okay, gut. Sieht schon mal ganz gut aus. Wir können, Autos offen? Natürlich. Wir können uns angucken? Offen, natürlich. Okay, wir machen es so, wenn wir Fragen haben, kommen wir gleich zu dir. Gerne. Und dann geht's weiter am Text. Gerne. Bis gleich, Bis gleich, ja. Ciao. Bis gleich. So, man muss überlegen, was für ein Koloss man durch die Stadt bewegt und durch kleine, engen Passagen. Deswegen erwartet man eigentlich ziemlich viele Kampfspuren hier. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall eine Beule. Die ist nicht so ganz so schick, aber die kann man halt drücken. Beziehungsweise, warte mal, da fehlt auch Lack. Das müssen wir noch lackieren. Großes Manko ist hier die kleine Roststelle. Hier blättert nämlich auch der Lack ab. Und dann dementsprechend haben wir hier eine Roststelle. Die muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden, weil sonst rostet es weiter und das ist nicht so schön. Sonst bin ich eigentlich zufrieden. Plastik, wohin man schaut. Noch was, hier die Amis haben ein bisschen Rostprobleme. Der ganze Rahmen ist normalerweise nicht in diesem Matt schwarz. Was sie gemacht haben, die Jungs, die haben mal schön 10, 15 Dosen Schwarzmatt verballert, weil die haben den ganzen Rahmen nachgeschossen, wie ihr hier sehen könnt. Und somit kann man schlecht nachvollziehen, wie viel Rost da wirklich war. Die Leiste hier oder dieses Trittbrett ist eh nicht so schön, aber ganz ehrlich, ohne geht's nicht. Weil zum Beispiel unser Kameramann, der ist nur 1,60, der wird in die Karre gar nicht reinkommen ohne das Trittbrett. Ich bin 1,72. Deswegen, das Ding braucht man auf jeden Fall. Und normalerweise ist das Ding Chrom, wurde auf Schwarzmatt nachgeballert. Deswegen frage ich mich, warum wurde so viel ausgebessert? Ist der Wagen importiert worden aus irgendeinem sehr salzhaltigen Staat, aus Florida oder sowas, wo die Karren wirklich rosten? Die rosten schon als Neuwagen. Glaube ich aber nicht. Deswegen, irgendwas stimmt mir hier nicht. Hier ist zu viel Schwarzmatt nachgeballert. Ich suche mal weiter. So, da habe ich was. Komm mal ran, Leute. Ich meinte ja vorhin, dass super viel Schwarzmatt nachgeballert wurde. Der ganze Rahmen, Träger, alles. Und hier haben wir es in dies, wie es aussehen würde, ohne Schwarzmatt nachgeballert. Nämlich so. Komplett zerfressen, das Ding. Das ist der Lenkungskühler für die Servolenkung. Und der hat nämlich mal die volle Dröhnung bekommen, ohne nachlackiert zu werden. Man wundert sich, wo das ganze Gewicht herkommt, ne? Ich muss meine ganzen 80 Kilo dagegen stemmen, dass ich dieses kleine, filigrane Kläppchen hochkriege. Ja, und dann denkt man sich XXL, alles groß, alles fett. Guck dir mal den Kofferraum an. Da passt nichts rein. Vielleicht ein Käppchen. So ein H2 ist ja wirklich kaum zu schlagen an maskuliner Ausstrahlung. Die Front, Chrom, alles breit. Man denkt, alles wäre Stahl. Alles wäre Stahl. Das sieht aus wie Himbeer-Toni nach der Happy Hour. So schlapp, wie das Ding rumlenkt hier. Hey, Digga? Yo. Hilf mir mal, diese schicke GFK-Haube zu öffnen. Mit dem welligen Lack, meinst du? Genau die. Aber diese Gummischarniere sind schon geil, ne? Und das Kläppchen ist auf, das Kläppchen. Guck mal. Da ist das gute Stück. Wir sehen die letzten Arbeiten des Umrüsten von den, auch die Hellerscheinwerfer. Hier wurde nämlich was nachgefräst, weil der Hellerscheinwerfer wahrscheinlich ein bisschen dickeres Gehäuse hat. Aber die Kabel hätte man auch schöner machen können, ne? Kabel hätte man auch ein bisschen schöner verlegen können. Also ich kenne Werkstatt, ne? Die machen das akkurater. Ehrlich? Ja. Die würden dann auch diesen komischen Honecker-Gedenkasbest da rausfummeln. Aber egal. So machen die Amis das, weil das Problem ist, dass du diese Motoren nicht siehst, weil die Scheißkarre nämlich so hoch ist. Also raufklettern, reingucken. Was haben wir? 6 Liter Vortec-Maschine. Power hat die nicht wirklich, wurde aber verbessert. 2007 kam die 6,2 Liter Vortec-Maschine. Die lief dann noch ein bisschen besser und der Spritverbrauch ging auch langsam runter. Und Thema Leistung und Spritverbrauch. Der Karton wird von einem 6 Liter Motor in 11 Sekunden auf 100 beschleunigt. Begeistert mich das? Willkommen im Innenraum vom H2. Fällt euch was auf? Plastik, wo ihr nur sehen könnt. Und was immens auffällt, ist diese Schraube. Ja, es erinnert mich irgendwie am Sortiment vom Hellweg, vom Schraubensortiment. Also das hätten sie echt schöner lösen können, weil es gibt auch schönes Kunststoff. Es gibt
auch festes Kunststoff. Nicht so wie hier. Es rappelt überall und alles am Knatschen ist nicht fest. Ein Funken Hoffnung haben wir doch noch gefunden. Ein Bose-System. Das Leder, wenn man das mal sieht, das sieht sehr verlebt aus. Und es hat ja nur 130.000 Kilometer gelaufen, das Fahrzeug. Hätte man eine Stufe höhere Qualität gewählt, würde es nicht so rissig aussehen. Probefahrt mit dem knapp 5 Meter langen und über 2 Meter breiten Rambock in Krefeld. 1, 2. Du hast 5000 Umdrehungen und bist gerade bei 40 Meilen, bei 40 km/h. Ist ja eine Viergang-Automatik. Das ist trotzdem scheiße. Das war Gang 2. Ach so. Nochmal, pass auf. 1, 2. Das drückt dich eher nach vorne als nach hinten. Das drückt eher alles andere aus mir raus. Ey. Pass auf, auch so typisch, die 22 Zoll Felgen, die meisten Jungs fahren nach 24 Zoll, weißt du? Das Lenkspiel, guck mal hier. Wir fahren geradeaus weiter. Da wird ein Golf 5 schon abbiegen. Das wird auch unterstützt von den 22 Zollern. Genau. Alles wird träge, der Reifen will alles mitvermitteln, schwimmt mit. Das Fahrwerk schwimmt mit. Der Hammer. Ja, es macht einfach einen krassen Schuh. Es sieht einfach sehr, sehr extrem aus. Sieht Ani-mäßig aus. Es ist verarbeitet. Es ist wirklich schlecht verarbeitet. Ja. Ich glaube, es gibt auch kaum Leute, die einfach sagen, ne, also die Meinung teile ich nicht mit den PS-Profis. Ich finde, der ist super verarbeitet. Also ich finde, die Baumarktschrauben, die passen da genau rein. Ja. Ja. Weil also, außer der Ami, Ami sind ja perfekt im Verschweigen, weißt du? Außer der Ami, der sagt gar nichts zu dem Thema. Der sagt, hey. Der sagt, Sitz, Lenkrad. Der sagt, hey, das ist extra aus dem Baumarkt, weil falls mal einer rausfällt, was passieren könnte, ja, dann kannst du überall stehen bleiben und eine neue kaufen. Da ist was dran. Ein ganz normaler Kreisverkehr wird mit dem H2 zum Schauspiel. H2 ist eigentlich gemacht für den amerikanischen Straßenverkehr. Sehe ich auch alles ein. Wir haben nicht so viel Platz. Wir haben jetzt nicht so viel Platz in unserer Bundesrepublik Deutschland. Und so ein kleiner Kreisverkehr war dann mal schnell überfordert, dass ich mal eben 50% des Kreisverkehrs über den Bordstein fahren musste. Und das kann in manchen Wohngegenden mal für Aufsehen sorgen. Jetzt darf gefeilscht werden. Zur Erinnerung, 23.900 Euro will der Händler für den Hammer haben. Du hast schon Sorgen gemacht, dass ich wiederkomme. Ja. Das sehe ich nicht in deinem Gesicht, Meister. Nee, wir sind zurück. Super. Hab ich mir schon gedacht. So, Meister. Und an sich ist es auch ein H2. Ja. Er fährt auch wie ein H2. Fährt sich gut. Auch ein akzeptabler H2. Alles bis auf Lenkspiel ist ein bisschen doll. Ja. Haben die aber meistens aufgrund der großen Räder. Ja. Du lenkst und du merkst, die Koppelstangen arbeiten, alles. Das ist ein bisschen unangenehm. Und Macken. Hier eine Beule, ja. Da ein Kratzer. Ja, jetzt wird's hart. Erzähl mal was. Heiß. Komm, 23,5 kann ich machen. Ey, du kannst doch nicht einfach stehen bleiben. Was bist du für Verkäufer? Du willst das Ding doch weghaben. Komm. Irgendwann geht der schon weg. Ja, irgendwann. Du bindest hier Kapital. Du musst an Cashflow denken. Ja, aber nee, 23,5. 23 machen wir. Das sind schon die Preise. 23 gehen wir weiter. Und mit 23 kommen ich wir weiß, dann, dass du kommst. Wenn er sich komm. Dafür entscheidet, komm. 23,5. Hallo. Geschäft. Machen wir 23, sind wir im Geschäft. Siehst du? Guck mal, das war aber leicht. Mann, Spiel, ey. Alles klar, wenn er geht, dann komm wieder. Und dann kriegst du Kohle, dann ist das Ding weg. Dann ist er weg, ja. Cool? Cool? Ja. Dann melden wir uns. Super. Peace. Ah, noch was. Was denn? Was denn? 23.000 ja. Und die 121 Liter Tank hier drin sind nicht ganz voll, aber sind zumindest halb voll. Kriegen wir noch irgendwie gebacken. Bis später, Meister. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. So ein Hammer H2, der wirkt, auf jeden Fall. Der hat seine Vorteile. Er haut einfach ganz böse auf die Scheiße. Scheiße in der Hand und da haust du so drauf. Das Ding hat, macht, mehr geht nicht. Ich meine, man muss ja überlegen, wenn man sich für so ein H2 entscheidet, dann ist man aber auch automatisch in so eine Schublade, in der man eigentlich nicht sein will. So, mach die Lausche auf, Flaschenpapst. Okay. Wir haben deine Wünsche erhört. Geht los. Mercedes ML 320 CDI. Es geht ruhig los. Wirklich geiles Auto, voll ausgestattet bis unter das Dach. 70 gerannt. Okay. Ne? Preislich schon etwas höher.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr vernünftiges, sauberes Auto. Okay. Schwarz, dicke Räder drauf, 22 Zoll. Oh, das hört sich schon sehr gut an. Also, das ist schon ein rundes Paket. Okay. Kleine Schönheitsfehler im Lack. Ansonsten ist der ML 1A. 24.000 Euro soll er nun kosten. So, jetzt kommt mal hier eine fette Karre, ja? Porsche Cayenne Turbo. Ja, also große Kreuz. Mit 450 PS der leistungsstärkste in der Auswahl. Ein kleiner Felgenkratzer, ansonsten ist auch der Cayenne tipptopp. Der Preis 21.000 Euro inklusive Doppelbereifung. Porsche Cayenne Turbo. Respekt. So, jetzt wird's richtig dick. Jetzt muss er Garage anbauen und es wird richtig groß und fett. H2. Auch in deinem Fuß. Budget drin. Ja. Genau. Fetter Fuß. Fetter Karton. Army für Gelsenkirchen. Genau. Der coolste, aber auch der durchgerockteste. Der durstige und schlecht verarbeitete Hammer H2 soll 23.000 Euro kosten. So geil, wie ich den finde, aber ich denke, 30 Liter ist mir dann doch etwas zu heavy. Ist ja doch vernünftig. Ja, doch, also da kommt doch die Vernunft durch, nicht der dicke Fuß. Ne? Also, okay. Der kommt definitiv aus dem Rennen. Mhm. Jetzt wird es natürlich schwer. Ne? Das eine ist eine Herzsache, das andere wäre mehr eine Vernunftsache. Ne? Ja. Hier habe ich 185.000, da habe ich 71.000. Ne? Ist so knapp die Hälfte. Nicht einfach. Aber ich denke, da die Multis alle durchdrehen und das Benzin immer teurer wird, geht der auch nach Jordanien. Wir nehmen den. ML wird's? Ja, ML wird's. ML? Ja. Für uns heißt dann ganz Markus Hallo. Diesel. Ja, mal wieder eine kleine Verhandlung. Das ist ein spezieller Freund von uns, wo der Wagen steht. Okay. Wir gehen auf eine Reise und holen ihn ab. Geil, Jungs. Freue ich mich. Ja, super geil. Oh, das dynamische Mann, Duo. Hier ist er gerade verkaufsbereit oder was? Ja, sicher. Wolltest du gerade ein bisschen posen? An der lieben Karre? Markus, man begrüßt dich erstmal im Ruhrgebiet vernünftig. Alles gut? Bist du auch im Ruhrgebiet? Du bist auch im Ruhrgebiet? Ja, sicher. Oh. Ja. Neue Aspekte, die ich hier kennenlerne. Ja, das sag mal, du hast jetzt schon wieder irgendwas hier mit Jean-Pierre hier fahrgestückelt, ne? Mhm. Was haben wir denn wieder ausgebrütet? Hat er noch nicht gesagt? Nee. Der wunderschöne ML für 28. Du kannst mich. Mann, no. 24 wart ihr oder sowas, ne? Ja, ja. Aber so, ich hab nämlich. Lass mich gucken. Ja, hör mal, bitte. Kein Problem. Ich guck mal die Felgen noch so an. Ja, da hast du hier noch. Ja. Okay. Guck mal hier. Aber dafür schwarz und runde Reifen. Hallo. Was sind da für Macken? Soll ich dir dann auch noch angucken? Warte, guck alle. Warte, ich komm mal mit. Ey, Markus, was. Alter Schwede. Wir sind hier in Dortmund. Du kannst doch kein Gelsenkirchen da eine Plakette drauf haben. Was ist denn los? Was, der aus Gelsenkirchen? Oh, ja, das sind locker 500 Euro, das zu entfernen. Ja, das tut mir leid. Da gießt dir doch meine Hände. Ehrlich, ne? Ganz fürchterlich. So, ja. Also machen wir jetzt, weil ich jetzt bin. Ja. Hier Edelstahl, Bett und sowas, alles an Neujahren und so. 23. Du wolltest noch mal mit nach Hause nehmen, ne? Den nehme ich aber mit. Ja, aber nicht bei 23. 23? Ja, komm, immer. Also Mille wofür? Für einen Aufkleber und für so ein paar vermackte Felgen? Ja, vier Betten. Ja, Betten sind immer gut und vier Betten sind besonders gut. Siehst du? Ja. Kosten Tausi. Ja, wo? Barbusige Frauen, die das machen oder wie? Die kannst du mitbringen. Im Edelstahlbett. Nein. Ich hab da so einen schönen, dezenten Schmuse-SL, den ich ja schon ewig lange hab. Die alte Rosskarre dahin oder was? Nee, nicht den, sondern den, der in der Garage ach steht. Ach so, okay. So. Okay. Und da möchte ich gerne, dass der so ein bisschen Sound hat, weißt du, so ein bisschen. Und so hat's auch wie den machen? So ein bisschen Sound, ja? Ja, sagt er. Ja, das wäre eine ganz geile Sache. Weiter. Ja, und dann so in dem Zusammenhang könnte ich vielleicht sagen, so 23,3 wäre eine geile Sache. Und den Auspuff? Ja. Sehe ich aus wie 23 und den Auspuff. Komm, komm. Und was zu essen? 23,2 Party und den Auspuff. 23 Party und Auspuff. Deal. Okay. Meister, so mag ich das. Soll ich hier was futtern? So. Ja, sicher. Schwing die Hufe rein da. Immer. Ist da nicht noch irgendwie was zu klären? Wie denn? Ja, so. Ach jo, du bist so bunte Scheinchen. Papiere sind drin, ne? Sieht gut aus. Okay. Schwing dich rein, wir fahren jetzt essen. Schnell zurück in die Werkstatt. In 30 Minuten soll dort die Übergabe stattfinden. Auftritt von Beulendoktor Erdem.
Auch Ralle als Schalker soll in Dortmund ein perfektes Auto erhalten. Das ist Ehrensache. Zumindest bei den PS-Profis. So, meinst du, ist das nicht für einen Gelsenkirchener ein bisschen zu viel? Ich würde auch sagen, normal ist so Gelsenkirchener Barock angesagt, ne? So eine alte G-Klasse. Ja, aber er hat wirklich von uns diesmal ein knacke Ding bekommen, ne? Hey. Oh, da ist er. Guck mal, schon. Da ist er. Hey, Jungs. Der Ralle. Himbeer-Toni. Alles klar? Alles easy. Alles gut? Und bei dir? Alles gut. Gut, gut. Und? Siehst du, was hier drunter glänzt? Ja, ich sehe es. Kannst du nicht erwarten, ne? Fantastisch. Ja, ich bin schon. Ja? Ja. Pass auf, das ist alles deins hier. Das ist ja mal richtig geil. Genau so sollte es sein. Dicke Räder, das war wichtig. Und auch tiefer, ne? Lack tiefer, dicke Räder, Gewindefahrwerk drin. Cool, cool. Alles lecker. Super. Alles cool, ne? Vom Lack auf. Ja, geil. So, das ist dein Platz hier. Ja, wo Land vorne dran ist. Okay, okay. So, bitteschön. Nehmen Sie Platz. Alcantara-Sitze, Lederausstattung. Alcantara, was ganz was Feines. Und ja, Knöpfe, wohin du guckst. So sollte es sein, genau. Ja. Ey, Jungs, wirklich. Hab da genau das getroffen, was ich haben wollte. Super gut, richtig gut ausgestattet. Nicht 1000 Leertasten und vor allen Dingen Schiebedach. Das kannst du auch aufmachen. Funktioniert cool. Sogar. So. Geil. Dann starten wir den Diesel. Also habt da richtig gut ausgesehen. Oh, guck mal, sparsam ist er auch. Ja, aber pass auf, der Karton fährt vorwärts. Der ist gar nicht so langsam, wie du denkst. Nee, also Jungs, habt da Oberliga gemacht. Fantastisch. Also echt geil. Ey, warte mal. Oberliga, Champions League, würde ich sagen, oder? Nee, das waren wir. Bei euch hat es noch niemals für Europa gereicht. Oh aber Gott, okay. Ich muss ja schon wieder. So, dankbar. Nein, sorry. In eine Wunderpool. Komm, Ralle. Jungs, echt super. Dankeschön. Ja? Jo, viel Spaß. Tschüss. Hey, passt zu den Felgen, die Faust aufs Auge, ne? Boah, ey, nach der Aufgabe auch Kohlampf wie Sau, ey. So ein Affenkotelett wäre ganz geil. Ein Affenkotelett? Ja, so eine Banane ist nicht so mein Ding. Aber ich hau mir ein Kotelett mit Augen rein. Ein Hering? Ja, sehr. Boah, nee. Ja, klar. Das kann doch wohl nicht sein. Guck mal, was ich hier bei euch im Papierkorb gefunden habe. Ja, was denn? Das ist Kulturgut, hör mal. Markus. Der Ruhrpott-Slang. Ja. Was machst du bei uns im Mülleimer? Ehrlich. Du machst mir langsam Sorgen. Ja, hör mal, ich muss mal gucken nach euren ganzen Rechnungen und so. Aber weißt du was? Hey. Ich hab jetzt richtig Schmacht. Lass uns doch mal eine Phosphatstange reinhauen und dazu eine schöne, kühle Gerstenkaltschale süppeln. Also jetzt müssen wir nur noch einen Laden finden, wo es Bananen, Hering und so ein Zeug gibt. Los geht's. Da kriegen wir ihn. Ja, den will ich eigentlich kaufen hier. Ne? 28,9 kostet der. Und den muss ich jetzt mal richtig runterbügeln. Der Verkäufer, der ist eigentlich Markus. Und wie gut das wird mit Markus, das gucken wir jetzt. Ne? Ich geh mal rein. Sie lenken ihn da vorne ab. Auf geht's. Hier, guck hier. Viel sagt mir jetzt dieser Motorraum nicht. Was habe ich für eine Betonung? Nee. Nee, ich. Hier in Hamburg, ne? Hier in Hamburg. Heißt übersetzt, Jean-Pierre, streichel mal das Schaf. Aber was hat das mit Schaf zu tun, Meister? Ja, nimm die Ziege. Okay. Aber so, wir haben keine Zeit, die Kartoffeln ab. Was macht mich sympathisch, dass ich andauernd alles scheiße laufe? Check it out.